Die Erfahrung der letzten 30 Jahre, deutsche Linke kümmern sich nicht um militärische Angelegenheiten. Sie lesen keine Belletristik, sie lesen keine Fachliteratur und nehmen natürlich alles so, was ihnen so in der Presse dargeboten ist, für bare Münze. Aus aktuellem Anlass jährt sich ja zum 82. Mal der Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion. Und viele dieser Ereignisse, die damals passierten, die sind eigentlich brandaktuell, die wir gerade zur Zeit erleben. Wie gesagt, der Film geht 2,5 Stunden, behandelt die Phase des Überfalls der Sowjetunion der ersten 3-4 Monate. Die Besonderheit dieses Films ist, er wurde erst 1982 gedreht, hat auch eine Bedeutung. Es gibt keine fiktiven Personen. Alle Handlungen, alle Episoden, alle Szenen, die dort nachgestellt wurden als Spielfilm, sind authentisch. Ich habe die eigentlich schon als Jugendlicher, als Kind gelesen, als Offizier, Schüler-Offizier. Ist alles zusammengefasst. Es geht los eigentlich im September 1940, als der Beschluss gefasst wurde, Überfall auf die Sowjetunion, bis zur Schlacht bei Smolensk. Diese ganze Planung des Überfalls auf die Sowjetunion war dieser Plan Barbarossa. Der hatte eigentlich drei Etappen. Die erste Etappe war die Zerschlagung der Sowjetarmee in den grenznahen Zonen. Die zweite Etappe, Vorstoß Leningrad, Moskau, Kaukasus, konsolidieren. Und in der dritten Phase, eine Linie, die ist jetzt hier nicht mehr sichtbar, Arschangelsk am Nordmeer rum, bis runter nach Baku, ja, Astrachan einnahmen. Kaspische Meer war ja die Erdölzone der Sowjetunion. So, zur detaillierten Planung von Barbarossa. Die Staatsgrenze der Sowjetunion verlief damals zu den besetzten Gebieten von der Ostsee bis runter zum Schwarzen Meer. 2000 Kilometer. Ja, einfach gerechnet. Die polnische besetzten Gebiete dort, Slowakei, Rumänien als Verbündeter der deutschen Wehrmacht. So, um diese Aufgabe zu erfüllen in der ersten Phase, wurden drei Armeegruppen gebildet. Also Armeegruppen sind Zusammenfassung mehrerer Armeen zu einer Heeresgruppe, so heißt es bei Nazis, auch bei Deutschen. Heeresgruppe Nord, die Heeresgruppe Mitte und die Heeresgruppe Süd. Wir reden hier von 3 Millionen Menschen. Ja. So. Jede Heeresgruppe hatte eine Panzergruppe von 1000 Panzern. Außer die Heeresgruppe Mitte, die hatte zwei Panzergruppen, also 2000 Panzer. Damit war schon klar, wo die Hauptstoßrichtung sein soll. Also, die Aufgabe der nördlichen Heeresgruppe war eigentlich gewesen, in Richtung Leningrad vorzustoßen, dabei zu zerschlagen in den baltischen Sowjetrepubliken die sowjetischen Streitkräfte. Die Heeresgruppe Mitte, die stärkste, jede Heeresgruppe hat zwei Armeen, mindestens eine Panzergruppe, und die Heeresgruppe hatte eben zwei, hatte die Aufgabe, praktisch den belorussischen Militärbezirk anzugreifen. Hier gäbe es zu sehen, das ist heute Belorussland. Die Streitkräfte dort zu zerschlagen und dann weiter in Richtung direkten Weg nach Moskau. So, die Heeresgruppe Süd, zwei Armeen und eine Panzergruppe, hatte praktisch die Aufgabe, die sowjetischen Truppen durch einseitige Umfassung praktisch in Richtung Schwarzes Meer zu drängen und vor dem Dnieper zu zerschlagen. Die Heeresgruppe Mitte als stärkste Gruppierung hatte von der Sache die Aufgabe, mit Umfassung, zweiseitige Umfassung, die sowjetischen Streitkräfte einzukesseln, zu vernichten. Süd, nach der Erfüllung der Aufgabe, ging dann weiter, sollte nach Kaukasus, ja, zu den Erdölfeldern. Das war dann auch die Heeresgruppe, die ein Jahr später praktisch weiter nach Stalingrad ging. Stalingrad liegt hier. So, das war die grobe Planung. Diese Blitzkriegsstrategie, es hing alles davon ab, nach Planung des deutschen Generalstabes,
dass die sowjetische Armee entscheidend in den Grenzschlachten geschlagen wird. Und in diesem Film, ich sagte, der wurde erst 1982 gemacht, gedreht, das hat eine Besonderheit. Da sind alle Generalsekretäre tot gewesen, in der, denkst du, das Brechner gestorben, die konnten nicht mehr eingreifen in den Film und dort irgendwelche ihre eigenen Personen hochmachen. Der gleiche Regisseur, der die Zyklus-Befreiung in 6 Teilen gemacht hat, hat auch diesen Film gedreht. Aber Befreiung fing damals an, dieser Mehrteiler, bei der Kursker Schlacht, wo die Sowjetunion schon auf der Siegesseite war, endet bei der Schlacht in Berlin. Es ist bekannt, dass die Anfangszeit, der Überfall auf der Sowjetunion, die Rote Armee dort entsetzliche Verluste erlitten hat. Dafür gab es Ursachen. Und auch unter Linke gibt es dann immer viele Schlaubeere, die dann immer irgendwas wissen. Der Stalin hat den Krieg verpennt. Und zu diesen Sachen wird hier auch eingegangen. Was es gab, war, dass die Rote Armee in der Phase der Umrüstung war. Es wurde umstrukturiert, umgerüstet, nachdem die sowjetische Führung in Moskau gesehen hat, dass Frankreich die glänzendste Armee Europas, wie sie genannt wurde, die hat den Ersten Weltkrieg gewonnen, innerhalb von 6 Wochen besiegt wurde. Und da war es Zeitdruck. Die sowjetische Führung hat auch gedacht, das geht ein bisschen länger mit diesem Krieg. Die Umrüstung, Umstrukturierung wäre Ende 1942, 1943 zu Ende gewesen. Die modernen Panzer, die modernen Waffen, die modernen Strukturen. Das ist die eine Frage. Es gab keine Illusion über den Überfall. Es gab verschiedene Auffassungen, wann. Ja? Ja, der Nicht-Angriffspakt, da haben beide Seiten gewusst, dass das ein Ding auf Zeit ist. Ja. Es kommt auch in diesem Film erstmal zum Ausdruck Fehler. Fehler aus Unwissenheit, Fehler aus Gleichgültigkeit, aus Schlamperei. Wird erstmalig sehr offen dargestellt in diesem Film, werdet ihr sehen. Besonders hier in dem belarussischen Militärbezirk. Es wird ja immer viel kolportiert. Die Rote Armee hat alt ausgesehen und die sind bloß gelaufen bis Moskau. Die deutschen Truppen waren erst Anfang Dezember 30 Kilometer von Moskau, aber auch nicht mal alle, nur Panzerspitzen. Da wollten sie aber schon im August sein. Das heißt, in den 5 Monaten muss ja hier was passiert sein, weil die sowjetischen Soldaten nur weggelaufen sind. Tatsache ist, dass die Heeresgruppe Mitte, die die stärkste Kraft hatte durch die zusätzliche Panzergruppe, es gelungen ist, mit zweiseitiger Einfassung, Umfassung des Gegners, also der sowjetischen Einheiten, 2 große Kessel zu schaffen. Hier die Panzergruppe 3 und hier die Panzergruppe 2, die der Guderian, das ist vielleicht ein Begriff, deutscher Panzergeneral, Schöpfer der deutschen Panzerwaffe, machen. Also in diesen roten Kreisen wurden praktisch Massen von sowjetischen Soldaten eingeschlossen. Das ging in die Zehntausende, die praktisch auch entkräftet, ohne Munition, ohne Ausrüstung dort da waren. Natürlich auch vielfach versuchten auszubrechen, aber eine Masse Gefangenen wurden. Zu den Gefangenen zählten auch Soldaten, die eigentlich noch gar keine Soldaten waren. Reservisten, die einberufen wurden nach Kriegsbeginn, die zu ihren Mobilmachungsorten gegangen sind, nicht wissend, dass da schon deutsche Truppen waren und denen praktisch da in die Hände gefallen waren. Das heißt, die Masse der sowjetischen Gefangenen, die damals, wir reden ja von 3 Millionen, die erschossen wurden, in den Konzentrationslagern oder gleich noch im Gefechtsfeld, die wurden eigentlich hier gefangen. Das war natürlich eine große Tragödie für das sowjetische Volk und die sowjetische Armee. Der Militärbezirk, der belarussische Militärbezirk und der Armeegeneral Pawlow, der hatte praktisch auch 1 Million Mann. Aber der hatte Ende Juli Verluste, unwiederbringliche Verluste von 1,5 Million. Und da kann man nicht bloß sagen, dass man sich geirrt hat im Angriffsdatum des Gegners. Das hat was mit Schlamperei zu tun gehabt. Denn das Gegenstück, der ukrainische Militärbezirk unter Armeegeneral Kiriponos, da hat das alles nicht geklappt mit diesen Panzervorstößen. Die mussten eigentlich frontal vorgehen, die 2 Armeen und die Panzergruppe, und hatten immer wieder sowjetische Truppen vor sich. Minsk, die Hauptstadt Belarusslands, die fiel nach 4 Tagen.
Kiew nach 3 Monaten. Die Entfernung ist ungefähr gleich. Hier ist es auch gelungen, dass die einzige Episode im Film, die in der ukrainischen Militärbezirk spielt, der Gegenangriff von 5 sowjetischen Panzerkorps gegen die Panzergruppe 1 und praktisch für eine Woche aufgehalten hat. Und diese Woche hat immer wieder gefehlt. Der Film hört auf bei der Schlacht bei Smolensk, das Tor zu Moskau. Ja, dort wurde praktisch die deutsche Wehrmacht erstmals über ganze Verteidigung gezwungen. Sie war ausgelaucht, kam nicht weiter. Ich sage, das müssen wir als Linken wissen. Was ist da überhaupt abgelaufen? Und 80% von Wissen nimmt man visuell auf. Und da würde ich sagen, das nimmst du jetzt, machst du mal den Film an, ja?